Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fußballmanager. Und ja, ich möchte eigentlich mal hier vorbeischauen, Belohnungen in der Folge, Belohnungen, was uns hier noch holen können. Prestigeentwicklung. In der Statistikabteilung gibt es neue Statistiken, mit der Sie sich über die Prestigeentwicklung der einzelnen Vereine informieren können. Debüt in der Nationalmannschaft, in der Statistik gibt es neue Statistik, tralala. Es gibt eine Statistik in der Statistik. Bei Transfer der Woche können Sie sich jetzt auch neue Gerüchte über anstehende Spielerwechsel nachlesen. Verwandte Trainerkarussell bei den, da, das brauche ich nicht. Jugendzentrum Deluxe. Damit können Sie Ihr Jugendzentrum um zwei zusätzliche Stufen ausbauen. Trainingszentrum Deluxe. Zwei zusätzliche Stufen ausbauen. Teamhierarchie für alle Vereine. 9 Spielergespräche pro Woche. Ich will, ob das machen wir mal. Zack. So, bereits gekauft. Sehr schön. Okay, freigespielte Folge. Gibt's da was? Haben wir irgendwas freigespielt? Oh ja. Mensch, da haben wir ja schon einiges freigespielt. Das ist ja aber mal toll. Okay, was ich eigentlich machen wollte, ist Transfermarkt. Ich versuche eigentlich mal Spieler zu finden, Suche, die ungefähr da sind und Jugendspieler sind. Die können stark sein, wie sie wollen. So, keine Ahnung, ach, machen wir auch vor 50 Jahren. So, suchen wir mal. Nur Jugendspieler. Und da gibt es welche bei Borussia Dortmund. 18 Jahre alt. Aha, okay. Mehr können wir nicht dazu finden. Beide bei Dortmund. Gibt es echt nicht in der Jugendmannschaft von irgend so einem Molukkenverein? Ich schaue einfach mal. Pass mal auf. Wir gehen mal in Deutschland herum und schauen uns mal zum Beispiel in der Bundesliga Bayern München an. Vereinsinfo. Ups. Da muss doch irgendwas zu machen sein, oder? Verein. Dritte Liga, ewige Tabelle, aha. Das Team. A-Jugend. Ah, okay, deswegen. Wir wissen gar nicht, wie stark die da sind in der Jugend. Okay. Kann man hier irgendwie einen Scout drauf schicken? Kann man dem Scout sagen? Junge, jetzt schau doch mal hier die Jugendspiele an. Transfers Scouts. Neue Aufgabe zuweisen. Allgemeines Scouting. Liga. Bundesliga. Deutschland, Nationalität ist egal. Bundesliga. Aber ich möchte gerne eine Mannschaft beobachten, Verein auswählen. Okay, gucken wir jetzt hier mal bei Deutschland. Deutschland, Bayern München. Die A- und B-Mannschaft. Ausgewählte Teams. Ach, Drag and Drop, okay. Schauen wir mal bei Borussia Dortmund, A und B. Wo kann es auch gute geben? Hier zum Beispiel. A und B. Werder Bremen, warum nicht auch da A und B gucken? Dann vielleicht, also es wird eine große Aufgabe für ihn, HSV auch. A und B Mannschaft. Und dann lassen wir erstmal ihn das machen. Und die haben wir verschiedene Spieler und der ersten und zweiten Mannschaft, aha. Die soll er suchen, permanent beobachten, ja. Lassen wir das erstmal machen. Beobachtet FC Bayern München 4 Tage. Und dann sagt er uns ja bestimmt was Neues noch. Hier zum Beispiel haben wir ja über die Jugend herausgefunden, scheinbar. Ich weiß nicht, seit wann wir das wissen. Aber der hier zum Beispiel ist ja interessant für uns. Links außen. Wie viel wissen wir? 8 wissen wir von dem als Jugendspieler. Aber 18 ist der schon. Okay. Dann lass mal weiter gucken. Mal sehen, was wir über die Jugendmannschaft und so herausfinden und dann, wo wir da was abkaufen könnten, eventuell. Oh, geht's zu Borussia Dortmund?
HSV ist unser nächster Gegner und deswegen mal gucken. Und da fällt mir was ein. Assistent, bitte Hilfe an. Ja, soll er gerne machen. Erstmal gehen wir in den privaten Bereich. Wir gehen eine Runde Handicap aufbessern. Sie lernen Knoten. Rita freut sich. Zeit mit Partner verbringen. Tanzen gehen. Mal eine Runde tanzen. Yeah, und Rita sieht wieder anders aus. Ja, da war ja die Geschichte, dass ich irgendwas hier ein bisschen rückgängig machen musste. Aber das Samsung geht noch. Okay, Rita sieht nicht mehr gut aus. Schade. Zumindest nicht mehr so, wie ich sie gerne hätte. Als Lucy Lou. So, die haben keinen guten Mentor. Er erholt sich schon mal ganz langsam. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Emre Can. Deacon ist noch verletzt. Bis zum 18. Na, gucken wir gleich mal. Duricha, wo ich das gerade hier sehe, hat seinen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf aufgehoben. Das wurde jetzt so offiziell bekannt gegeben. Ups. Einsatz niedrig, seid ihr bescheuert oder was? Aha, Juanan. Wie sieht's eigentlich bei dir aus? Du bist 20, ja. Aber nicht so ein hohes Talent, ne? Okay, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich machen wollte. Verein. Was wollte ich denn machen? Mitarbeiter? Nein, hier wollte ich, glaube ich, gar nichts machen. Aber wir können die gerne auf den Lehrgang schicken. Kostet wieder ein bisschen Geld. Merchandising. Karriere. Ach ja, genau. Training. Sieht eigentlich ganz okay aus. Wir haben hier schon mal alles fast durch. Teamwork natürlich ist nicht so mega gut. Aber wir haben nicht mehr so viele Spiele vor uns. Es ist schon April. Okay, dann gehen wir mal in die Team-Dynamik. Ist noch auf dem Weg. Spielematrix. Alles um ihn herum. Okay. Spielerverbindung, Fangsicherheit, Levels, beide mögen sie. Okay, Geburtstagskinder, beide mögen sie. Wuss, wieso mag Bojack mich jetzt auch? Verstehe ich nicht. So, Versprechen. Vandenberg ist schlecht drauf. So geht es nicht weiter. Koray Günther. Bei mir hast du keine Zukunft. Koffer verbessern. Ich möchte gerne von dir höhere Ziele sehen. Werde darüber nachdenken. Momentan geht es aber zu schnell. Ich möchte immer schön, dass sie mir über die Situation gesprochen haben. Ja, das ist doch schon mal schön. Irgendein wollte ich sagen. Gutes letztes Spiel. Du trainierst sensationell. Zack. So, Ken Ilse. Robby Kruse, Daniel Schein, Andrei Voronin, Tobias Levels, Lanneke Giefer, Vandenberg. Weiß nicht, was ich dem sagen soll, den Jungen. Ich habe mein Level gerade einmal gehalten, das ist mit meinem nichts Besonderes, sagt er. Der Zustand spielt das Bild unverändert. Na gut. Koray Günther ist auch gut. Melissa ist super gemacht letztes Mal. Großes Lob. Da freut er sich. Forza, du hast die Saison verbessert. Okay, Duricha. Du hältst dich tapfer für dein Alter. Ich gehöre noch lange nicht zum alten Eisen, aber trotzdem ist so schon gut. Levels, großes Lob. Zack. So, Ronny Gabuszewski, du hast gut trainiert. Wie viele Gespräche haben wir denn noch? Ich glaube nicht mehr so viele. Ilse. Robby Kruse. Du hast gut trainiert. Ist immer so zwischendurch das mal sagen. Dani Schein. Nando Raphael. Ja, er wird nicht zum Spielen kommen, ne? Das ist echt schade. Du hast gut trainiert. Zack. Vielleicht aus der zweiten Mannschaft was jemanden sagen. Zum Beispiel. Ach, die alle sind hier angekotzt. Zweite Mannschaft sieht ja gar nicht gut aus. Ich glaube, ich kann auch gar keinem mehr was sagen. Okay.
sagt die Teamhierarchie, Lamperts ist ganz oben, dann Bellinghausen, Giefer. Der könnte gerne hier hoch und Voronin auch. Teamanalyse 124, ja. Erstmal weiter. Mal sehen, was unser Scout gleich noch zu sagen hat. Sie haben alle Mails gelesen. Anzahl an Toiletten, ja. Wenn sie segeln lernen. Segeln, ja, Logo. Karriere. Karriereoption. Wo war das nochmal, wo ich eine andere Sprache lernen konnte? Private Spieloption, Karriere. Als Spielertrainer arbeiten, nein. Aktueller Vertrag. Vertrag bis 2015, also das ist noch alles klar. Weiß ich leider nicht. Wie im Moment? Alter 28, ja. Das ist alles okay. Privater Bereich, nee, ich finde das gerade nicht. Irgendwo kann man auf jeden Fall sagen, hier muss noch was gehen. Hier haben wir 600.000. Na gut, gucken wir gleich mal. Ja, wir wollen sie das uns eigentlich auch nochmal zeigen, das weiß ich nicht. Deacon ist wieder fit, sehr schön, dann können wir uns gleich mal in der Aufstellung kümmern. Saisonfinale steht an. Hamburger SV und Borussia Dortmund werden nochmal harte Nüsse, aber dann kommen noch Frankfurt, Nürnberg, Hannover. Wir haben 44 Punkte und wir könnten theoretisch aus 5, also mit 5 Spielen, ist das echt schon so weit? Mit 5 Spielen könnten wir halt nochmal 15 Punkte holen. Das sind also 59 Punkte. Dann wären wir hier, vorausgesetzt, dass hier sich nichts mehr bewegt. Also wir könnten uns eventuell ins Europa-Liga-Bereich, Feld, was auch immer, hochschieben. Und dafür wäre ich auf jeden Fall. Du wunderschöne Stadt. La 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 la. Okay, Digne. Also, erstmal hier kurz sortieren. Reisinger, Kruse, rechts außen, defensives Almer. Almer, ich glaube, den Torwart können wir eigentlich immer draußen lassen. Ist noch nie passiert, dass wir irgendwie Dings den Torwart auswechseln mussten, ne? Ken Ilzö, Bruno Soares. Jetzt wird es passieren, naja. Hoffen wir mal nicht. Koray Günther, Digne, so. Levels. Dahin, Duitschar rechts, Levels dafür aber auf die rechte Seite. Und hier mal geschaut, Koray Günther ist schon wieder frisch, den werden wir mal einwechseln im Spiel. Dann gehen wir mal in die Taktik, hoher Einsatz, Younes macht das, Abwehr ist hinten, Passspiel. Ja, okay. Laufwege, ja. Sich genauso. Van der Vaart und Ruud Neefs. Lamperts, du kümmerst dich um ihn. Chan um Van der Vaart. Und um mehr wollen wir uns erstmal nicht kümmern. Linkes und rechtes Mittelfeld haben die auch beide. Die haben eine ähnliche Aufstellung wie wir. 4-2-3-1. Jo. Das kriegen wir hin. Wir packen das schon. Und wir schauen uns jetzt erstmal noch die Nachrichten an. Wir haben 10 Nachrichten. Ja, die wollen wir nicht. Mitarbeiter zurück vom Lehrgang. Neue Ideen für Fanartikel. Außenbanddehnung. Scouting abgeschlossen. Jo. Deacon ist wieder fit. Mitgliederkampagne. Ist ihnen gelungen, 8.508 neue Mitglieder im Verein zu begrüßen. Womit sie auf dem 11. Platz der Liga rangieren. Yay. Scouting ist abgeschlossen. Super. Damit wissen wir, wie die da sind, aber noch nicht genau. Ne? Jetzt macht erstmal Borussia Dortmund 2 Tage. Kann ich das hier noch beatmen? Aufgabe verändern. Permanent scouten, bitte. Da muss ich vielleicht nochmal das hinzufügen. Deutschland, Bayern München, A und B. Auswählen. Achso. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen hier das zum Aus. Weiß ich nicht. Was haben wir denn hier? Haben wir hier junge Burschen? Alter. Von Bayern München hier mit 3 Sternen. Okay, Bekanntheit 8. Interessant wäre es natürlich, jemanden zu verpflichten für unsere Jugendmannschaft. Die A-Jugend, ja, 6.
Aber die sind auch schon über 18. Das finde ich nicht so toll. So, ich denke mal, wir machen hier einen Cut. Und wir sehen uns dann gegen HSV wieder. Macht's gut.